Ja, machen wir gleich. Knuddel, knuddel. Oh. Einfach mal knuddeln lassen. So, jetzt kann ich ihn also hier irgendwie aufwerfen. Okay. Hopp. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Nicht Bayonetta. Hier, Bayonetta Origins hier. So hieß er in The Lost Demon. Falsche Taste. Wir machen weiter. Haben hier frisch gespeichert. Und Cheshire ausstrecken. Ja, genau. Also wir können hier so... haben wir es gelernt. Und wir können... Ich weiß nicht mehr, welche Taste war es. Hier, R. Können wir zwischen Knuddelmodus und Dingens hier wechseln. Ah, nee. R und L. R und L einfach. Okay. Ist das hier so ein Dance-Ding? Oder kann ich hier... Nö. Nee. Das ist doch... Hier wird doch sogar schon was eingeblendet. Ah ja, okay, Moment. Ich will aber auch was sehen. Dim, 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 dim. Achso, ich muss mit dem linken, aber ich sehe ja mit dem linken Steuer. Ich vergesse das immer. Ich will es immer mit dem rechten machen. Dim, 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 dim. So. Sehr schön. Gut, Cheshire ausstrecken machen wir jetzt nicht. Wir gucken jetzt erst einmal so. Da kommen wir doch bestimmt auch irgendwie hoch zu der Blume. Ne? Alles klebrig oder was? Okay. Ja, gut, wir werden nicht drum rumkommen, Cheshire auszustrecken. Ah, und jetzt kann ich mit links springen, okay. Warte mal. Drücken oder was? Ne, L. Ah, okay, verstehe. Das ist cool. Da kann ich wieder runterspringen, das will ich nicht. So, einmal wieder tanzen. Achso, ich will wieder... Ich will es echt immer mit dem Rechten zuerst machen. Ich weiß nicht warum. Ich vergesse das jedes Mal. So. Treasure. Und boing. Ich wusste doch, da kommt man irgendwie hin. So, jetzt aber mit dem linken, ne? So. Dam, dam, bam. Dam, bam, bam. Und das Verzierte ist das Letzte, okay. Das heißt, so. Kann ich die so sammeln? Ja, so halb. Cheshire, let me jump. So. Und einmal nuff. Ja, und jetzt brauchen wir wohl wieder den Bestienmodus. So. Bam, bam, bam. Es wird Tag oder was? Okay. Ja, da. More Rosemary. Ja, das mag er nicht. Cheshire, I'll toss you up there. See if there's a way forward. Eine gute Idee. Im Knuddelmodus kann Cheshire mit L an höher gelegene Orte geworfen werden. Suche überall nach neuen Wegen voran. Ja, machen wir gleich. Knuddel, knuddel. Oh. Einfach mal knuddeln lassen. So, jetzt kann ich ihn also hier irgendwie aufwerfen. Okay. Getrennte Wege. Bei zu großer Distanz oder Rosmarin im Weg kann Cheshire nicht in den Knuddelmodus zurück. Finde dann einen anderen Weg, um die zwei wieder zu vereinen. Okay. Das klingt jetzt natürlich interessant. Das gefällt mir. Ah, mit R kann er runterspringen. Okay. Wupp, wupp, wupp. Er hat ihr kaputt gemacht. Cool. Ah, und jetzt, warte mal. Knuddelmodus. Kann ich im Knuddelmodus da durch oder geht es nicht? Ah, okay, er bleibt zurück. Ah ja, okay, und deswegen ist er jetzt auch hier. Kann er hier hochjumpen? Er kann hier theoretisch hochjumpen. Kann sie hier hoch? Nee. Also er kann da hoch, okay.
Ja. Hier sind wir richtig. Gut. Dann lass dich mal knuddeln, mein Guter. So. Ich sehe ja schon, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt mit ihr hier rüber, damit sie ihn da hinten hochwerfen kann. Das sehe ich doch schon. So. Einmal heps. So. Achso, ja, ich kann mit ihr kann ich einfach durchlaufen. So, guten Tag. Komm her. Ja, komm hier, lass dich knuddeln. So. Ach, ich mag dieses Spiel. Es ist nett gemacht. Gefällt mir gut. Ich bin ja mal gespannt, was wir in diesem Wald noch finden werden. Den Lost Demon, den haben wir ja schon mal gefunden. An dem sie wohl selber schuld ist. Oh, okay. Krieg ich die dann? Okay. Oh, was ist denn das? Ah, okay. Bestienmodus. Ja, ist okay. Dornenfässer machen wir gleich. Oh. Magie-Schmetterling, ein violetter Tropfen in Schmetterlingsform, der deine Umbra-Künste ein Stück aufleert, wenn du ihn einsammelst. Schön. Gib ihm den Gnadenstoß. So, danke. Oh, eine Truhe. A chest. Did the fairies make this? I wonder what's inside. Ja, dann mach auf. Yes. Heiltonikum. Und ich dachte schon, es sei ein Parfüm. Umbra-Medizin in einer Blütenflasche, die einen Teil von Zoesas Lebenskraft wiederherstellt. Kann nun von dir hergestellt werden. Okay. Cool. Mit Digi-Kreuz hoch kann ich das dann verwenden. Okay, alles klar. Geh mal in den Knuddelmodus. So. Nun gut, da ist nix. Okay. Jumpen wir mal rüber. Halt. Autsch. Okay. Konnte ich nicht hier, ja, genau. Und jetzt. Weg damit! Sehr schön. Wohin habe ich eigentlich nochmal Chessers Lebenskraft erkannt? Also ich kann ihn hier so fesseln, ja. Okay, ja. Ich gehe einmal kurz drumherum. Geh mal kurz drüber, so. Ey. Es war jetzt nicht fair. Ich konnte es gar nicht sehen. Weg damit. Woran konnte ich Cheshires Lebenskraft nochmal erkennen? Hat er Lebenskraft überhaupt? Ja, geh mal zurück in den Knuddelmodus, dann kann ich dich da hochwerfen. Hehe.
Okay, ich kann jetzt mit ihr hier unten theoretisch lang. Ja, da ist noch was. Ja, okay. Okay, ungünstig. Ja, lass mich hier raus. Okay, Moment. Da war noch was. Das will ich noch haben. Okay, ich muss... Cheshire, over here. Kann ich so? Nö. Komm ich da ran? Keine Ahnung. Cheshire. Gleich vorbeilaufen? Ich kann vorbeilaufen. Okay. Machen wir das doch so. Strange aus, als ob ich gleich runterfalle, aber das ist halt, was hier unten auch noch ein Ticken lang geht. Okay, ich verstehe schon. Ja, gut. Dann gehen wir halt weiter. Kriegt man halt nicht alles. Keine Ahnung, wie man da rankommen soll. Aber von links schlagen ging ja nicht. Bitte was? Cheshire, Cheshire, Cheshire! Du hilfst mir, das Zeug hier zu sammeln. Ist ja gerade nur mal gut gegangen. Will sie nichts mehr zu sagen? Okay. Auch für mich schon. So als Spieler. Aber da draufstehen, oder besser gesagt rumlatschen, hätte ich jetzt auch nicht wollen. Vor allem, da musste er total schnell schalten und dann andersrum laufen. Es ist ja... Damit sowas natürlich noch nicht passiert ist, kann ich nicht sagen, inwiefern das dann irgendwie so aus dem Reflex raus funktionieren würde, dass man so schnell schaltet. Aber du musst ja in die andere Richtung laufen als normal. Wenn du auf so einem Ding drauf bist, ne? Das ist ja schon potenziell erstmal nicht ganz easy. So anders als die Gewohnheit. Okay. Da hinten ist auch ein Speicherpunkt. Nee, warte. Wir haben schon 13 Minuten. Wir lassen das mal. Weil es könnte ja sein, dass bei diesen Hasen oder so auch noch irgendwas Komisches ist. Und das schauen wir uns im nächsten Part dann einfach mal an. Für diesen hier soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Syriza and the Lost Demon. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.